Ja, einen wunderschönen guten Abend oder guten Mittag oder wie auch immer. Guten Mittag eher bei euch. Und willkommen zu der Freitagsfolge der Morgenstern, das Single-Projekt vom Team Viola oder vom Thomas Viola, wie ihr das auch immer nennen möchtet. Ja, genau. In der letzten Folge habt ihr ja die große Frage, was für Tiere nehmen wir denn? Und ich habe mir ganz spannend die Kommentare dazu durchgelesen und ja, die meisten von euch waren dafür, dass wir Schafe kaufen. Aber Schafe aus dem einfachen Grund, weil meine Prämisse war ja eigentlich, was wenig Dreck macht, was wenig aufwendig ist, und zum Startkapital sind halt die Schafe so grundlegend mal nicht groß aufwendig, ne? Also brauchen wir noch ein bisschen Körnerfutter und ja, so weiter. Ja, genau. Wir haben auch in der letzten Folge angefangen, unser Hof etwas umzugestalten, und jetzt habe ich dann noch mal geguckt, und da haben wir ja eigentlich quasi zwei Lager gekauft. Ein Strohlager, wo auch Ballen reinpassen, und ein normales Multilager. So, jetzt habe ich aber bei genaueren Hinschauen gesehen, dass das Strohlager nicht ganz so sinnvoll war, weil das Multilager auch beides kann. Naja gut, ist ja nicht schlimm. Wäre grundsätzlich nicht tragisch, aber wir gucken mal. So, wir gucken mal, was unser Spielstand so hergibt. Ich glaube, das wäre noch nicht möglich. Weil ich habe mir jetzt gedacht, ich habe irgendwo so ein Multilager gefunden, so ein Multiverkaufspunkt. Ich muss nur aktuell gucken, wo. Das heißt, achso, mir fällt jetzt gerade was auf. Warum ist das hier eigentlich so still? Ja, kann ich euch sagen. Ich habe vergessen, die Musik anzuschalten. Ah! So. Und für die, die aufgepasst haben, denen fällt auf, die Musik ist anders. Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe jetzt einfach mal wieder ein bisschen neue Mucke ins Spiel hier. Ja, jetzt habe ich gerade das Teil gesucht und musste mit Erschrecken feststellen, geht hier nicht. Aber ich habe eine Idee, wie wir doch etwas Geld machen können. Und zwar, den Gem ab. Dann holen wir unser Gerät. Und füllen einfach das Strohlager, das große um, in das kleine, in das Multilager, und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Dann müssen wir den richtigen Kaufpreis wieder reinkriegen. So wie ich das sehe, glaube ich, ist fast die Musik ein bisschen laut. Wir versuchen es einfach mal so, und dann muss ich auf eure Kommentare achten.
So, ihr seid natürlich auch ihr wieder gefragt. Haut in die Kommentare mal rein, ob das mit der Musik so richtig ist oder ob die lauter kann oder wie auch immer. Ja, aktuell raschelt die EDV hier im Hintergrund ein bisschen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr einen schönen Start ins Wochenende habt. Und auch wieder ganz, ganz doll. Vielen, vielen Dank für, natürlich für die Likes und für die Kommentare, die aktiv hier mitgeschrieben haben. Finde ich gut. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ihr dürft natürlich auch sehr, sehr gerne weiter hier so fleißig mitschreiben und mit abstimmen und mit dabei sein. Und natürlich auch, ich sage es immer wieder, aber ich kann es eigentlich quasi gar nicht oft genug sagen, die Likes nicht vergessen. Ja, also wie gesagt, jetzt Ziel in der Folge ist, wir machen das große Lager leer, füllen das alles in das kleine Lager um und nehmen den Erlös, den wir quasi vom Verkauf des großen Lagers hier haben, und gucken mal, ob wir da nicht noch was hinkriegen. Also Tendenz hier Richtung Saatgut orientiert, beziehungsweise durch Dünger, ne? Also da war ja auch die Frage, wie machen wir es? Nehmen wir Dünger, Pflügen raus oder nehmen wir das Unkraut raus? Also die meisten haben gesagt, okay, Unkraut finden wir schöner, weil Pflügen ist immer so langweilig. Und ich muss sagen, ich bin fast geneigt, diese Idee von euch einfach mal umzusetzen, zu sagen, Mensch, wir nehmen das Pflügen weg, weil das sieht man immer und überall. So müssen wir quasi nur einmal pflügen und den Rest machen wir dann für Unkraut. Ja, ihr werdet euch jetzt sicher fragen, Mensch, warum hat er denn die Cam nicht an? Und ich muss euch schlicht und ergreifend sagen, der Tag war heute so stressig. Ich bin im Moment gerade, sehe im Moment nicht campfähig aus. Ja, deswegen bleibt diese heute zu der Freitagsfolge einfach mal aus. Aber ich verspreche euch, es wird zur nächsten Folge wirst mich wieder zu sehen geben. So, jetzt haben wir es auch wieder 180.000. Das ist doch, das hört sich doch ganz gut an. Ich weiß noch nicht, was ich kaufen wollte. Das wird gut. Zweimal sagt gekauft? Ne, kann ja fast gar nicht sein. Jetzt muss ich doch mal glatt gucken. Nö, gut. Ja, irgendwas wollte ich. Ich wollte irgendwas kaufen. Ich weiß nicht mehr was.
Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es tendiert in Richtung Saatgut, weil ich wollte nämlich, glaube ich, das Feld machen, ne? Beziehungsweise Dünger. Ja, genau, jetzt weiß ich, wie Dünger soll es werden. Jetzt. So, dann machen wir den Laden hier mal auf. Und gucken mal. Und gucken mal. Und gucken mal. Aber ich glaube, der Dünger macht mich gleich arm. Aber wir sollten ihn wenigstens einmal voll machen. Ja, ihr Lieben, ich hätte da nämlich noch eine Frage an euch. Wie würdet ihr das gerne haben wollen? Sollen wir sagen, wir nehmen am Wochenende die Folgen lassen wir weg, dann darf ihr unter der Woche, oder sollen wir sagen, wir machen die ganze Woche durch, also von Montag bis Sonntag. Warum kriege ich den Mist jetzt hier nicht raus? Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. So. Geht nicht. So, jetzt gucken wir doch mal, was uns die Tiere denn kosten. Ja, ich besitze keinen Schafstall, das ist mir klar. Sollte man für jeden mal gucken, was dann Stall kostet. Zumindest mal ein kleiner. Dass wir uns da mal ein bisschen divers. Nein. Da steht es noch ganz groß, Tierhaltung. Mann. Schafe. Chicken. Pferdemilch. Nein. Sheep. Schafstall. 100.000. Das heißt, dann hätte man nur noch 26 übrig. Wäre ein bisschen knapp. So, hier sehen wir doch einen Schafstall für 35.000. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Wir gucken mal, wo bauen wir den am besten hin? Setzen wir den außerhalb? Oder setzen wir den zusammen? Also ich würde ja fast sagen, zusammen wäre sehr schön aus, aber
Es passt nicht so, wie ich das will. So, wenn ich den jetzt hier so hindrehe, da ist es aktuell blöd. Und da würde es gehen. Wenn ich den hier hinsetze, wäre das, glaube ich, auch okay. Wir versuchen das einfach mal dahin. Müssen wir kurz ein bisschen umstellen, ne? So. So, genau, so und hier steht er, unser neuer Schafstall. Ihr habt quasi gewotet und ich habe es umgesetzt. Und natürlich euer, wie komme ich hier raus? Euer Wunsch ist quasi mir Befehl, könnte man so sagen. Ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Und wenn ihr guckt, was ist das für ein Stall? Das ist einer von FSM Body. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. So, dann machen wir mal, gucken wir mal, dass wir die Wachstumsstufe rumkriegen. Ich glaube, wir müssten sogar noch ein Bauernhaus kaufen, so wie ich das sehe. Ja. Gucken wir mal. Das ist ja so, das stimmt ja so nicht. Ja, wir müssen einfach mal gucken, dass wir hier vorwärts kommen, würde ich fast sagen, ne? Dass unser liebes Feld hier mal fertig wird. Also liebes Feld, wachse, 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 wachse. Immer schön wachsen. Weil wir brauchen Geld. Und ich werde dann zur nächsten Folge, werde ich dann gucken, ob wir den Verkaufspunkt hinkriegen. Ja, genau. So. So, ich würde sagen, ich sag tschüss, bye bye. Wünsche euch natürlich einen schönen Start ins Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Sendung wieder rein, bei der nächsten Folge, so rum, bei der nächsten Folge wieder reinschaltet und dabei seid. In dem Sinne, bleibt mir treu, bleibt uns gewogen.
natürlich keinen Daumen da lassen, also natürlich nicht vergessen, einen Daumen zu lassen, so rum. Und fröhlich kommentieren, wie wir die Folgen gestalten sollen. Sollen die ganze Woche kommen, sollen die Samstag, Sonntag ausgesetzt werden, damit ihr am Wochenende was anderes schauen könnt. Oder sollen wir, wie gesagt, durchproduzieren. Ich bin gespannt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr wieder reinschaltet und wenn ihr fröhlich mitmacht an der Umfrage. Ich sag tschüss, bis morgen und bye bye.